Servus Wikinger, wir sprechen heute über das brandneue schwarze Rabenpaket, was in Valhalla reingekommen ist. Eine geile Optik und es steht für sehr hohen Fernkampfschaden. Was es drauf hat, erfahrt ihr hier in diesem Video. Seit heute Mittag um 15 Uhr gibt es das schwarze Rahmenpaket im Valhalla Store. Wir haben hier eine ganz neue Rüstung dabei, dann auch ein neues Reittier, genauso wie einen neuen Raben. Ein Bogen ist mit dabei und ebenfalls ein Schild. Und weil man hier nicht so gut die Werte anschauen kann, habe ich mir gedacht, ich kaufe das Ganze für euch und wir schauen uns mal die Werte im Detail an, dass ihr auch wisst, wie stark das ganze Set ist. Bevor wir ins Video eintauchen, würde ich mich wie immer mega über einen Daumen nach oben freuen und wer so welche Videos in Zukunft nicht verpassen möchte, kann gern überlegen, ein Abo dazulassen. Optisch sieht das schwarze Rabenset echt nicht schlecht aus, auch ein bisschen böse. Der schwarz-goldene Look gefällt mir persönlich echt richtig gut. Der Helm ist auch irgendwie so ein kleines Highlight. Wir haben hier vorne noch einen fetten Schnabel mit dran und ich muss auch sagen, so oben dieses Federngleit vom Raben ist auch echt nicht schlecht. Hier unten haben wir sogar noch eine Rabenfeder dran hängen. Wir können uns mal ganz kurz den Umhang noch anziehen, dass ihr auch seht, wie das aussieht. Da haben wir jetzt hier so eine Optik, auch hinten auf dem Umhang ein großer Rabe drauf und ja, alles eben schwarz-gold. Es ist echt cool, muss ich ehrlich sagen, von der Optik. Wie die Werte sind, das schauen wir uns gleich im Detail an. Dann haben wir natürlich noch ein Schild auf dem Rücken, zack, das seht ihr hier. Finde ich es auch wirklich schick, der Rabe eben von oben, wie er gerade fliegt. Und dann haben wir jetzt hier auch noch einen neuen Bogen mitbekommen, auch hier öfters eben der Rabe zu sehen, unten und oben, ganz große Schwingen, ganz oben, wo dann die Szene eben aufgehängt ist. Und das war so, ja, einmal komplett das Rabenset von der Optik. Und top gibt es aber auch nochmal ein richtig schönes Reittier, den Wolf, den feiern ja viele von euch, diesmal eben in der schwarzen Variante. Und wir haben auch nochmal einen neuen Rabenskin, schwarz-golden, finde ich, passt natürlich auch perfekt zum Set. Kommen wir nun zu den Vorteilen der Rüstung. Für mich immer extrem wichtig. Ich will nicht nur gut aussehen, sondern es muss auch mehr Schaden machen. Und das ist hier so ein bisschen schwierig. Es kommt darauf an, mit welchem Bogen ihr meiner Meinung nach spielt. Bei zwei Teilen Fernkampfschaden wird nach drei Treffern ohne zu verfehlen erhöht. 60 Sekunden ist dann aktiv. Das ist echt lang. Das ist echt richtig gut. Und dann haben wir noch 20 Punkte Fernkampfschaden. Das ist der Bonus. Ist, würde ich sagen, einfach so ein Standardwert. Gibt es woanders auch. Und wenn man fünf Teile anhat und dann eben auch drei Treffer trifft ohne zu verfehlen, hat man eben bei fünf Teilen nochmal plus 35 Punkte Kopfschussschaden. Das Set finde ich echt nice mit einer Kombination von einem leichten Bogen, wenn man sehr dicht am Gegner dran steht und nicht eben verfehlt. Am besten dann am Anfang einfach nur Körpertreffer machen mit dem leichten Bogen und sobald man dann den Bonus ab hat für die 60 Sekunden, zack, direkt nur noch auf den Kopf gehen. Wird auch sagen, dass dieses Set stärker ist gegen Bosse als gegen, ja, gegen normale Gegner, denn die sind sowieso relativ schnell tot. Und ja, mit einem leichten Bogen drei Körpertreffer, dann ist der Gegner eigentlich schon tot, schnell zum nächsten und so weiter. Auch das Set in Kombination mit einem Jagdbogen oder mit einem Raubtierbogen ist eher schwierig, denn man darf halt nicht daneben schießen. Mit beiden Bögen ist man halt wirklich weit, normalerweise weit entfernt und kann auch daneben schießen, am besten eigentlich auf den Kopf immer. Der Gegner ist direkt tot, heißt aber, Kopfschuss ist ja eigentlich immer direkt tot. Halt, man muss drei Gegner töten und erst beim vierten Gegner wäre dann dieser Bonus ab. Das dauert echt lange. Deswegen Kombination mit leichten Bogen ist hier, glaube ich, wirklich die beste Lösung. Dann vom Bogen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben hier einen Raubtierbogen. Kopfschussschaden wird bei Kopfschüssen erhöht. 10 Sekunden plus 15 Punkte Kopfschussschaden. Muss ich ehrlich sagen, ist wirklich schwer. 10 Sekunden sind echt kurz. Das lohnt sich eigentlich nur bei einem leichten Bogen, denn bei Raubtierbogen oder beim Jagdbogen, man braucht einfach eine gewisse Zeit, immer den nächsten Pfeil eben auf den nächsten Gegner abzuschießen. Weil normalerweise ist es ja wirklich so, du machst einen Headshot, der Gegner ist dann tot mit dem Raubtierbogen oder auch mit einem Jagdbogen und dann musst du erst den nächsten Gegner suchen, dann nochmal spannen, nochmal nachjustieren und dann sind fast die 10 Sekunden schon weg. Da ist halt wirklich bei einem leichten Bogen besser, weil man einfach schneller schießen kann, da lohnen sich dann die 10 Sekunden mehr.
Dann haben wir das Schild, das finde ich, ist auch begrenzt einsetzbar, zumindest nicht mit dem leichten Bogen, was zur Rüstung passt. Ich finde, das Schild ist eher nice, wenn man mit dem Jagdbogen oder mit dem Raubtierbogen spielt, denn Fernkampfschaden wird erhöht, wenn du unentdeckt bleibst. 10 Punkte gibt es mehr, das ist echt cool. Nicht ganz so hoch, aber es ist wirklich cool. Und sobald du unentdeckt bist, eben von weiter weg immer mit einem Raubtierbogen schießt, die Gegner bemerken dich gar nicht, Headshot direkt tot oder auch mit dem Jagdbogen, das ist super gut, aber mit einem leichten Bogen dicht im Fight dran, da bist du ja eigentlich immer sichtbar oder sehr schnell sichtbar und Gegner sind auch nicht mal gleich mit einem Schuss tot und dadurch bringt dieses Schild eher beim leichten Bogen, würde ich sagen, weniger und wird da eher die zwei anderen Bögen nehmen. Bevor ihr bei diesen ganzen Inventarbildern einschlaft, würde ich sagen, wir testen das Set mal an den verschiedenen Gegnern. Beim Testen hat sich eigentlich das bewahrheitet, was ich mir schon gedacht habe. Als allererstes hat Ubisoft noch einen Fehler eingebaut in diesem Set. Und zwar der Rabenschnabel, der Bogen, steht dran, es ist ein Raubtierbogen. Es ist aber gar kein Raubtierbogen, sondern es ist ein leichter Bogen. Nur als Info, da ist leider ein Fehler dabei oder unterlaufen, würde ich sagen. Finde ich, passt aber dann wieder besser rum oder besser zum Set. Denn wirklich, wenn ihr dicht am Gegner dran seid, 3 Schüsse abgibt mit einem leichten Bogen, am besten auf den Körper, nicht daneben schießen, habt ihr eben, wie gesagt, diese 20 Punkte mehr für 60 Sekunden. Danach geht es dann auf den Kopf und ballert dem Gegner schön die Pfeile in den Kopf rein. Finde ich eigentlich sehr stark eher gegen einen Boss statt gegen einzelne Gegner, weil die eh, wie gesagt, schneller fallen. Man kann es aber auch easy bei normalen Gegner spielen. Man darf halt eben nicht daneben schießen. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Das Schild persönlich finde ich nicht gut in Kombination zu diesem Set, denn oder auch mit dem leichten Bogen, denn das Schild ist ja nur aktiv, der Bonus mit dem extra Schaden, wenn man unentdeckt ist. Mit dem leichten Bogen ist man meistens aber entdeckt, denn der macht nicht so viel Schaden mit einem Schuss. Heißt, der Gegner ist nicht gleich tot, sieht uns wahrscheinlich schneller und dann ist der Bonus einfach weg. Also das Schild würde ich eher benutzen, wenn ich mit einem Raubtierbogen spiele oder mit einem Jagdbogen, denn da ist man weiter weg vom Gegner und kann eben dann immer diese 10 Punkte ausnutzen, weil der Gegner uns eben nie sieht und dann auch meistens direkt tot ist mit dem Raubschuss, Bogenschuss oder auch mit dem Jagdbogen, weil der Schaden da dann einfach höher ist. Und man kann natürlich auch alles einzeln kaufen, muss man ganz klar wissen. Wenn man da nur einen Teil haben möchte und nicht das komplette Set oder so, kann man nur das Schild kaufen, nur den Bogen oder nur die Rüstung, nur die Reittiere, wie man das Ganze haben möchte. Ich unbedingt selber würde dieses Set ja wahrscheinlich eher nicht kaufen. Ich habe es natürlich jetzt gekauft, um euch das Ganze zu zeigen, aber der Bonus, ich habe auch ein Set schon aufgebaut für euch, ein Bild, könnt auch oben rechts aufs i-Zeichen klicken, da macht ihr auch wirklich guten Bogenschaden mit einem Jagdbogen und ja, natzt eigentlich jeden Gegner wirklich richtig krass weg, da macht ihr kritische Treffer von 2600 Punkte, das ist echt krass. Also hier diese Rüstung finde ich eher stärker, ja, mit einem leichten Bogen im Nahkampf kann man es wirklich gut gegen Bosse einsetzen, wie ich finde. Es gibt aber auch nicht allzu viele Bosse im Spiel, geht aber auch bei normalen Gegnern. Das Schild, wie gesagt, eher dann nicht beim leichten Bogen, sondern dann eher bei Jagd und ja, beim Raubtierbogen. Das war es eigentlich soweit vom Video. Ich hoffe, es hat euch einen Einblick gegeben, wie dieses Set funktioniert, wie die Boni eben sind, die sieht man ja nicht immer im Echtgeld-Store und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und wer so welche Videos nicht verpassen möchte, kann wie gesagt immer gerne ein Abo dalassen oder einfach spontan auf dem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, ich bin weg, ciao, haut rein!